Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die Wahl in Kärnten hat am Ende gleich mehrere Überraschungen und auch die eine oder andere bittere Nachricht für einzelne Parteien gebracht. Eine Partei konnte sich dann sehr zur Überraschung von allen doch freuen. Und was diese Wahl in Kärnten jetzt für SPÖ, FPÖ, für die Regierung, aber auch für die Salzburg-Wahl bedeuten könnte, das wollen wir in unserem heutigen Duell Andreas Mölzer, der ein FPÖ-Urgestein und FPÖ-Publizist, Entschuldigung, andererseits Robert Miesig, ich nenne dich jetzt nicht ein linkes Urgestein. Ja, das mit dem Urgestein, jetzt habe ich gehört. Auch ein linker Publizist begrüßen, hallo. Hallo, schönen Abend. Andreas Mölzer, ich fange mit Ihnen an, Sie sind doch gebürtiger Kärntner. Gebürtiger Steirer. Gebürtiger Steirer, aber Sie sind aber 1000 Jahre Kärntner Geschichte blicken Sie an. Ja, ich hoffe keine 1000 Jahre, das ist schon mal versunken, aber zumindest lange Zeit Kärntner Geschichte und Kärntner Politik vor allem. Jetzt kann man eins sagen, alle Umfragen waren offensichtlich falsch, weil Peter Kaiser hat doch nicht den Vierer vorne gehabt. Er lag unter 40%, war nicht einmal in den Schwankungsbreiten der Umfragen so abgebildet. Die FPÖ ist eigentlich nur minimal angestiegen, obwohl die SPÖ mehr als 9% verloren hat. Gerhard Köfer, wo eigentlich die meisten angenommen haben, er wird sehr von der FPÖ abgrasen, hat eigentlich die meisten Stimmen von den Roten geholt. Und die ÖVP ist überraschend klar Nummer 3 geblieben und hat sogar ein leichtes Plus, obwohl man vermutet hat, sie stürzen auf 10% ab. Herr Mölzer, was ist eigentlich in Kärnten los, dass die Umfragen jedes Mal falsch sind? Schwindeln die Leute so viel? Wir sind so falsche Hund. Ja, das ist, wir sagen nicht die Wahrheit. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist offenbar so, dass die Umfragen etwas nicht berücksichtigen, was jetzt bei allen vier Landtagswahlen oder drei Landtagswahlen bisher der Fall war, dass einmal die Regierenden wirklich abgestraft werden. Ne? In dem Fall nur die SPÖ, die ÖVP in dem Fall nicht, obwohl sie mitregiert hat. Aber sie wurde ja nie so wahrgenommen in Kärnten. Ne? Das war also, hat man leider jetzt die zentrale Regierungspartei wahrgenommen. Also das hat die SPÖ offenbar in einem viel härteren Maß getroffen und auch Peter Kaiser, was mich wirklich gewundert hat. Also hat man fast leid getan schon, wo wir wieder tot das verdient. Aber der Wähler hat das letzte Wort und hat da eben das Urteil gesprochen. Was die FPÖ betrifft, sie hat in etwa das, was man in den Umfragen auch gesagt hat, bis 24, 26 maximal Prozent, das hat sie wegen des Phänomens Köfer, ne, das es gibt. Ich habe das ja gesagt, der ist ein Zauberlehrling da im heiderschen Sinne. Aber der hat vor allem von den Roten geholt. Der hat ja, gar nicht, das war ein Nullsummenspiel mit der FPÖ. Er hat von den Roten geholt, aber das wären die Leute, die sonst die Freiheitlichen von den Roten geholt hätten. Ne? Also wenn man das so, das ist ja vielleicht, alles vielleicht eine sehr unscharfe Wissenschaft, diese Wählerstromanalyse. Ja. Aber Faktum ist, Köfer hat eigentlich, es haben ja interessanterweise alle Parteien, die angetreten sind, außer der SPÖ gewonnen. Ne? Zwar Grün und Neos, die nicht reinkommen, also haben sogar im bescheidenen Bereich zugelegt, aber es hat Köfer gewonnen, am stärksten mit 4-5% fast. Ne? Und es hat die FPÖ und die ÖVP gleichermaßen, wobei es schon skurril ist bei der ÖVP. Wir alle haben angenommen, dass sie bei 10-12% maximal liegt, also dramatisch verliert. Und wenn jemand, der nicht so verliert und dann stattdessen bescheidens dazu gewinnt, wird das als Triumph inszeniert. Ne? Ich verstehe es, weil die ÖVP ja in einer psychologischen Abwärtsspirale ist, bundesweit, und natürlich so, auch so kleine Erfolge, und das ist ein kleiner Erfolg. Ne? Ist nach wie vor eine Partei mit 17% und keine Volkspartei. Jetzt sozusagen ein Erlebnis der sozusagen Trendumkehr oder was glaubt haben zu müssen. Ne? Ist es nicht. Ne? Ich glaube, also wie gesagt, das Abstrafen der Regierenden ist da und das ist von den Menschen im Lande nach den Krisen, nach Corona und nach den ganzen Energie und Inflation und scheinbar so eine, fast eine Automatik, ne? Unabhängig von der Performance dieser Regierenden, ob das schwarz ist oder rot ist im Kärnten, wird das einfach durchgehend gemacht. Gell? Mhm. Und jetzt wird es spannend, wie geht es weiter, was wird gemacht? Das reden wir dann nachher eher, aber Robert Miesig, ich glaube, dich hat das Ergebnis auch überrascht, weil du hättest, glaube ich, dem Peter Kaiser ein besseres Ergebnis zugetraut. Wie erklärst du dir das, dass die SPÖ in Kärnten am Ende fast so viel verloren hat wie ÖVP in Niederösterreich und Tirol und
die sind ja eigentlich Kanzlerpartei. Also da könnte man glauben, da trifft die volle Wucht gegen die Regierenden. Und das dürfte ja tatsächlich eine eindeutige Stimmung sein, die mehr als einen roten und trotzdem 9% Minus ist schon ein Desaster. Naja, Desaster. Ich meine, natürlich hat mich jetzt sozusagen überrascht, natürlich vor dem Hintergrund eines bescheidenen Wissens. Und mein bescheidenes Wissen habe ich anhand der Meinungsumfragen modelliert. Und da war ich natürlich überrascht. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich, es geht jetzt mir gar nicht darum, dass ich diesen SPÖ-Verlust da jetzt kleinrede, sondern wir müssen, glaube ich, auch alle ein bisschen einen Schritt zurück machen. Ja? Sowohl die Leute, die wirklich Politiker sind, also im politischen Geschäft sind, als auch die, so halbwegs im politischen Geschäft sind, die politischen Journalisten, die politischen Kommentatoren. Wir sind Nerds, ja? Und uns kümmert jedes Detail. Wenn man einen Schritt zurück macht, und dann würde ich sagen, ist das alles nicht so wahnsinnig überraschend. Ja? Peter Kaiser hat vor 10 Jahren im Jahr 2013 37% bekommen. Das wurde damals ein Triumph genannt. Ja, aber das haben wir bei der ÖVP auch aber der Unterschied ist schon, die ÖVP hat in Niederösterreich, glaube ich, seit Menschengedenken 50%. Ja. Die SPÖ hat es in Kärnten nie gehabt, hat 2013 37 geholt, hat dann einen sensationellen Triumph gefeiert bei der letzten Wahl, hat 10% zugelegt, waren, glaube ich, sogar 11 auf 48 und jetzt hat es 9 verloren. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich wahnsinnig weh der SPÖ, ja, und sie hat es auch nicht damit gerechnet. Aber es ist ja im Rahmen der üblichen historischen Ergebnisse der Sozialdemokratie in Kärnten der letzten 20, 30 Jahre. Das muss man auch mal dazu sagen. Und die anderen Parteien, wir haben es schon gehört, haben 1% dazu gekriegt, die anderen 1%, Köfer 4%. Das ist jetzt alles jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, das ist ein Erdbeben. Das ist für uns ein Erdbeben, für die normalen Leute ist das ein normales Wahlergebnis. Gut, das Gleiche galt dann sicher auch in Niederösterreich, da war es genauso knapp. Nein, weil die ÖVP hat dort immer nahezu 50% gehabt. Die hat sozusagen, das ist schon ein Unterschied. Jein, also ich glaube, einem normalen Menschen kannst du nicht erklären, warum in einem Bundesland knapp 40% ein Desaster sind und im anderen Bundesland knapp 39% eigentlich nicht so schlimm sind. Auch ich glaube schon, dass man das gut erklären kann. Ja, es tut ja nicht einmal der Peter Kaiser so. Nicht, aber der muss es ja auch nicht. Andreas Mölzer, der Robert hat mir jetzt die Frage nicht beantwortet, warum glauben Sie, hat der Peter Kaiser jetzt jenseits dieses Regierungsfrust so stark verloren? Jetzt hat es immer geheißen in Kärnten, und es ist eigentlich völlig egal, was in Wien ist oder was im Burgenland ist, aber hat am Ende dieser Streit, dieser andauernde in der SPÖ doch demobilisierend gewirkt? Naja, genützt wird es ihm nicht haben. Das ist klar. Und ich habe mich gewundert, dass die Parteivorsitzende der SPÖ sich runtertraut, wo insgeheim werden sich viele der Kärntner Sozialdemokraten gedacht haben, na, du hast uns 2% gekostet oder was. Viel mehr wird es nicht beziffern, wenn man das quantifizieren kann. Aber eines ist interessant, und das trifft Niederösterreich genauso wie jetzt Kärnten. Es hat die Corona-Geschichte subkutan bei vielen Leuten noch immer, und das habe ich selber, ich habe das schon mehrfach gesagt, hier unterschätzt, weil ich eben froh war, dass ich nichts mehr höre von Corona. Ne? Das ist bei den Leuten, bei vielen, nicht bei allen natürlich, ne, aber bei vielen Leuten noch immer so drinnen der Groll. Und das war einer der Fehler, ich habe das sogar vergessen gehabt, von Peter Kaiser, dass er mal kurz vorgeschlagen hat, ja, ein Kennzeichen für die Ungeimpften, so ein gelbes Armband oder so irgendwas. Umgekehrt. Ne? Und das war zum Beispiel so etwas, was offenbar bei den Leuten im Subkutan nach wie vor drinnen ist. Ne? Die Flughafengeschichte ist ein regionalpolitisches Ereignis, was auch noch eine Rolle gespielt hat. Und sicher, erstens einmal der Groll gegen die Regierenden, aber auch natürlich die ungeklärte Führungsrolle in der SPÖ war nicht förderlich, das ist ganz sicher. Es sind ja gestern, ist zum Beispiel die Vorarlberger SPÖ-Chefin rausgegangen und hat explizit den Hans-Peter Doskozil beschuldigt, dass er quasi, also wir reden natürlich immer nur von ungefähr 2, maximal 3 Prozentpunkten, aber trotzdem das Abrutschen unter 40% könnte das sein, dass das seine Dauerangriffe waren. Wie siehst du das? Ja, ich
beantworte jetzt auch gleich die Frage, die ich vorher nicht beantwortet habe, weil ich wollte ja sozusagen quasi nur das ein bisschen, auch ein bisschen relativieren, unsere Aufgeregtheit an solchen Tagen. Ja. Ich wollte ja nicht ein Wahlergebnis relativieren. Natürlich hat man 9% verloren und die 9% summieren sich durch verschiedene Dinge. Natürlich spielt eine Rolle, das, was schon analysiert worden ist, dass die Regierenden heute generell abgestraft werden in einer Zeit von Unzufriedenheit, besonders, und das muss vielleicht auch die Sozialdemokratie zur Kenntnis nehmen, wo eine Sozialdemokratie ja immer in historisch, ja, die wollte die Welt verändern und ist irgendwann mal groß geworden. Ja. Das heißt, die hat ja so zwei DNAs, Protestpartei, aber auch schon Regierungspartei und Staatspartei. Und wenn sie dieses DNA-Element Protestpartei vollständig verliert, dann hat sie ein Problem. Ja. Also das sieht man schon, glaube ich, und da muss man, glaube ich, auch die Konsequenzen ziehen über Kärnten hinaus, also Konsequenzen, gescheit darüber nachdenken, ja, meine ich damit. Ja. Das ist das Erste. Ja. Damit hast du sicherlich 4-5% verloren von diesen 10 ja, oder 9. Und dann spielt natürlich dieser Streit eine Rolle. Und es ist ja ganz interessant, wie das jetzt schon unterschiedlich interpretiert wird. Ja. Die einen sagen, die Parteivorsitzenden, also die Fans vom Doskozil sagen, die Parteivorsitzenden genau. ist schuld, weil der an schlechte Performance sozusagen nicht für Rückenwind gesorgt hat, sondern eher für Gegenwind. Ja? Die Fans von der Parteivorsitzenden sagen, der Doskozil ist schuld, weil er permanent einen Streit und diese dauernde Personaldebatte hochgekocht hat, am Köcheln gehalten hat, selbst dann, wenn er es dementiert hat, dass es am Köcheln hält, nämlich er sagt, er wird jetzt nichts sagen, er sagt erst nach der Wahl was und dann bricht sie los. Also all diese Sachen. Aber nur ad hoc. Aber glauben Sie nicht, dass genau dieser Dissens auch schon schädlich ist? Nein, das weiß ich nicht. Der Punkt ist nur, es ist ganz interessant, ich glaube im Übrigen, sozusagen beide haben Recht und Unrecht. Es ist also für Leute, die Augen im Kopf haben und nicht sozusagen verblendete Teile einer Fanbase sind, ist natürlich klar, es spielt beides eine Rolle. Natürlich wäre der Rückenwind besser, wenn die Parteivorsitzende deutlich besser wäre, als es jetzt ist. Aber natürlich hätte es sich leichter, auch besser zu sein und der Rückenwind oder der Gegenwind wäre nicht ganz so arg, wenn nicht dauernd von außen heran oder sozusagen in dem Fall von außen, weil sie ja sozusagen nicht Kärnten war und auch nicht Bund, sondern immer vom Burgenland aus, eine Dissens gestiftet wird, sozusagen hat man ja erklärt, also auch selbst Kaiser hat, das habe ich in den Zeitungen gelesen, ich nehme an, dass es stimmt, bei den Parteiveranstaltungen gesagt, überall wo ich hinkomme, hat man die Leute gesagt, ihr streitet ja nur, ja? Ihr streitet ja nur, dass das kein Rückenwind ist, ist klar, dass das einen Teil dieser Verluste auch erklärt, ist auch klar. Was ich interessant finde jetzt, ist, ich hätte mir ja erwartet, am Tag nach der Wahl, dass dann jetzt eher diese Debatte um Randy Wagner wieder beginnt. Was man jetzt aber sieht, ist eigentlich, dass viel mehr die Debatte im Sinn von Wut über das Ziel jetzt sich breit macht in der Partei, wo viele Leute sagen, jetzt schon mehrere rausgegangen sind. Viele sind rausgegangen von den verschiedensten Ecken des Landes, die gesagt haben, also so geht es das nicht, sozusagen, dass man da einen hat, der aus Ego-Gründen Parteifreunden, die gar nicht Teil des Konfliktes sind, dauernd die Wahlergebnisse verhagelt, indem man so eine Diskussion dauernd anzettelt zur Unzeit. Darf ich was ergänzen? Wir sollten, und Sie haben das kurz angerissen, weil Sie gesagt haben, historisch, nicht nur den horizontalen Vergleich jetzt mit den anderen Bundesländern, sondern auch den vertikalen. Und da haben Sie natürlich Unrecht. Ne? Im historischen Vergleich, in der Entwicklung Kärntens in der Zweiten Republik, ist es sehr wohl so wie in Niederösterreich, wo die SPÖ von absoluten Mehrheiten bis 1988... Ne, ja, ist natürlich 1988, ja. Ich weiß schon, dass wir beide Zeitzeugen sind. Aber das ist halt die Entwicklung einer Partei, und da hat sie genauso wie in Niederösterreich die SPÖ absolute Mehrheiten gehabt, die sie verloren hat seitdem. Ne? Und Kaiser ist das letzte Mal fast nahe daran herangekommen. Ne? Und das ist schon wichtig, weil da sieht man, was möglich ist und wie sich die Wähler, natürlich auch in der Generationenabfolge, so neue Generationen da, aber wie sich das bewegt. Ne? Und eins ist schon in diesem Vergleich interessant, damals ist die SPÖ abgewählt worden, da kommen wir vielleicht noch dazu, wenn es um Koalitionen und Regierungen geht, aber von einem aufstrebenden FPÖ-Element, Haider, ne? Und natürlich, weil der Landeshauptmann Wagner schwer angeschlagen war, da hat es das Attentat gegeben, da hat es die Proteste gegeben über die absolute SPÖ-Dominanz im Schulbereich und, wir können uns erinnern. Und Ambrosi war ja ganz... Es gab sogar eine Pissoir-Affäre, aber bestimmt das war die Schuld, das war dann, Aber Moment, worauf ich hinaus will, ist das.
Ambrosi, der der Nachfolger war, aber nur ein knappes Jahr oder so, ne? die waren wirklich angeschlagen, ne? Die Partei. Noch Wagner wurde damit identifiziert, wurde abgewählt. Kaiser ist ja jetzt persönlich nicht angeschlagen gewesen. Er hat ja auch sehr gute Werte. Er war populär. Es haben ihm auch seine politischen Gegner wie ich nicht nachsagen können, dass er jetzt schwerste Fehler, bösartig. Ich meine, wie gesagt, außer der Corona-Geschichte, der Flughafen-Geschichte. Ne? Und das ist das Phänomen. Ne? Und da sieht man schon, dass jenseits der Kärntner Ereignisse dieser Regierungsmalus und die bundespolitische Situation der SPÖ dafür ausschlaggebend war. Also er selber hat da wahrscheinlich wirklich ein relativ geringes Verschulden. Wir kommen dann im zweiten Teil noch auf die SPÖ und die Bundessituation, aber bleiben wir noch in Kärnten. Der Andreas Mölzer hat jetzt schon die Koalitionen angesprochen. Jetzt hat Kärnten eigentlich eine Tradition, der Name ist schon gefallen, mit Jörg Haider, aber natürlich auch mit der ÖVP, dass dort nicht immer der Erste den Landeshauptmann gestellt hat. Einmal war es der Zweite, sehr häufig war es dann sogar der Dritte, die ÖVP. Jetzt gibt es zwei Parteien, nämlich FPÖ und Team Kärnten, also der Gerd Köfer, die schon sagen, naja, das sollte man eigentlich machen. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Das ist eine Koalition, die rechnerisch und rechtlich möglich ist, gegen Peter Kaiser geben wird? Unwahrscheinlich ist es nicht, also unmöglich ist es nicht und wie wahrscheinlich es ist, kann ich nicht beurteilen. Man muss sagen, wie viele Parteien sind jetzt im Parlament, im Landtag? 4, ne? Das haben sie am Ende geschafft. Und da kann man jetzt natürlich sagen, es ist legal, wenn 3 Parteien, die alle schwächer sind, sich zusammentun, um die Mehrheit zu haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen nach der Legitimität, wenn einer doch 40% hat und das ist natürlich, also fast 40%, ob es da so eine hohe Legitimität gibt. Die Legitimität ist höher, wenn man sagen würde, okay, es gibt eine rechts, Mitte-rechts, weit-rechts Mehrheit im Land, dann hat die natürlich auch das Recht, als solche zu regieren, also auch hohe Legitimität, wenn man das so interpretiert. Ich tue mir ein bisschen schwer, zumindest das Wahlergebnis von Herrn Köfer so zu interpretieren. Ja. Darf ich noch was dazu sagen? Da ist wirklich wichtig in dem Fall der historische Vergleich. 1989, genau vor 34 Jahren, am 12. März, hat die SPÖ verloren ein paar Prozent und hat 47% gehabt nach der Wahl. Nicht 38, 47. Haider hat gehabt 29 und die ÖVP 19, knapp 20. Unter 20, und ja. Und die haben natürlich gesagt, jetzt machen wir den Wandel, den Wechsel. Ne? Und es ist natürlich jetzt auch so. Klar ist es schwieriger mit 3 Parteien und wie Sie sagen, ob Köfer nicht links, rechts, diese Verortung fällt schwer, wenn es auch sicher ein Teil FPÖ-Elaborat Elektorat dabei ist, dass also bei ihm da kommt. Aber das ist schon so, dass also mit dem Verlust von 1% es schon nach Wechsel riecht in Kärnten. Das ist überhaupt die Frage. Wer es macht und wer sie traut, ist eine andere Frage. Aber würden Sie, da muss ich Sie jetzt schon fragen, würden Sie den Freiheitlichen raten, weil anders wird es ja nicht möglich sein, die ÖVP, das war ja das Modell früher in Kärnten, zur Landeshauptmannpartei zu machen. Das war damals auch nicht. Das war nur nach der Abwahl von Haider, ist der Zernator geworden. Ja, damals hat selbstverständlich der Haider den Landeshauptmannsessel beansprucht. Na, schauen Sie, es kommt leider nicht darauf an, ob ich Sie rate. Das ist also von innen insofern ein bisschen unscharf formuliert gewesen. Aber die Sache ist die, ich glaube, Kickl, und das ist ja schon eine bundespolitische Geschichte auch, wird sich sehr wohl überlegen, ob es sinnvoll ist, jetzt 1,5 Jahre vor einer maßgeblichen oder entscheidenden Nationalratswahl mit der ÖVP zum Beispiel in eine Regierung zu gehen und sich das Argument damit wegnehmen zu lassen, dass wir dagegen sind und gegen die korrupte ÖVP und gegen die abzulösende ÖVP. Das ist, glaube ich, das entscheidende Element, wobei ich ihm dann natürlich auch ins Stammbuch schreiben muss, vergessen dürfen wir aber eins nicht. Haider, damals mit seinen 29% gegen eine so starke SPÖ noch, ne, hat es geschafft, damals eine fast 25-jährige Dominanz der Freiheitlichen in Kärnten mit der Unterbrechung zur NATO, aber die war ja nicht so wesentlich, zu schaffen. Das ist eine Geschichte, die wirklich der Kickl sich überlegen muss, wie er da vorgeht. Ob die ÖVP dann mithupft. Ne? Ich höre, dass die ÖVP jetzt in den Gesprächen mit Kaiser, mit der SPÖ, ihre Forderungen, die hat jetzt die Hybris, ne? Mit ihren 17%, so hochschrauben wird, ne? Und dann quasi wartet, wer bittet uns mehr. Ne? Das bin ich gespannt.
Was würdest du dem Peter Kaiser raten? Er könnte, also grundsätzlich hat er niemanden als Koalitionspartner ausgeschlossen. Man hat gewisse Präferenzen rausgehört. Die hatte man aber ursprünglich auch beim ÖVP-Spitzenkandidaten Gruber rausgehört, der immer betont hat, die zwei haben eigentlich gut zusammengearbeitet. Mir haben gestern Rote gesagt, naja, eigentlich sollte der Kaiser mit dem Köfer zusammengehen, was ich für sehr schwierig halte, weil ich die Historie der beiden Herren kenne, als sie noch gemeinsam in der SPÖ waren. Aber würdest du das auch raten? Nein, würde ich nicht, aber wir schließen mich sozusagen den ab. Ihr wollt alle nicht raten. Dass meine Ratschläge in dem Fall wirklich keinerlei Bedeutung haben, aber insofern spreche ich als Analyst und nicht als jemand, der irgendwelche Ratschläge erteilt. Aber man kann auch als Analyst raten. Ja, als Analyst würde ich raten, erstens mal nicht eine Koalition mit einer Kickl-FPÖ überhaupt nur in Gedanken zu ziehen. Es war die andere FPÖ. Naja, die FPÖ ist heute überall die Kickl-FPÖ und das zieht überall in die Richtung der radikalisierten Selbstüberbietung. Selbst in Ländern, wo man Angerer an der Spitze immer hat. Immer die gleiche Leier, Herr Mies. Naja, die Dinge werden nicht falsch, wenn man sie wiederholt, leider. Weil sozusagen die Leier würde... Sie wären nur uninteressant. Die Leier würde sich ändern, wenn sich die FPÖ ändern würde. So, das ist das Erste. Also das würde ich niemandem raten, übrigens auch der ÖVP nicht. Ja? Und das Zweite, da komme ich sozusagen zu deiner Analyse, natürlich, es gibt eine Geschichte der Rivalität zwischen Köfer und Kaiser. Es gibt, man kennt es auch, ich meine, es war ja auch eine innerparteiliche Rivalität und dann eine Konkurrenz, ein richtiges Gegeneinander. Da, glaube ich, sind viele Emotionen dabei. Und wenn man das selbst gestern in der Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten verfolgt hat, hat man das gespürt. Ja, man hat das gespürt, vor allem von Seiten Köfer, ja? Diese Revanche-Gelüste. Ja? Während Kaiser, also da gab es ja einen ganz hübschen Blick, ja? Wo Köfer gesagt hat, ich weiß ja gar nicht, überhaupt eingeladen wäre. Und der Kaiser hat dann auch schon sehr, sehr wie ein freundlicher Herr genickt. Ja? Ja. Also so, lass uns mal reden gewissermaßen, was sie offensichtlich seit den Streits vor 10 oder 15 Jahren nicht mehr getan haben. Also das schaut mir nicht nach einer Chemie aus, wo ein nützliches Regieren ist. Man muss sich dann auch am Ende muss eine Regierung ja nicht nur die Macht für eine Partei sichern oder für zwei oder drei, ja, sondern sie muss ja auch funktional fürs Land sein. Ja. Und das sehe ich weder bei einer Drei-Parteien-Koalition, was die Rechten machen können, noch bei einer Koalition Köfer-Kaiser. Das heißt, von allem, was ich gesagt habe, bleibt über, dass natürlich die Koalition mit der ÖVP das sinnvollste und seriöseste in der jetzigen Situation. Nur rechnen Sie nicht damit, dass die ÖVP jetzt eine andere ist wie vor der Wahl. Der ist jetzt der Kamm geschwollen. Die wollen jetzt mitbestimmen. Die sagen, haben jetzt eine gewisse Hybris. Ne? Also das ist auch nicht mehr so einfach. Und die Köfer-Variante, die Sie angesprochen haben, ist nicht so unwahrscheinlich. Nicht nur, weil beide aus dem gleichen Stall, wenn auch konkurrierend kommen. Aber es gibt ja einen gewissen Daniel Fellner. Das ist jener Mann, vor dem ich vermute, dass ihn die SPÖ, den werden Sie ja alle nicht kennen. Ne? Doch, die SPÖ aufbaut, offenbar. Und Kaiser wird sich die Frage stellen, ich bin jetzt 10 Jahre Landeshauptmann, ich bin jetzt Anfang, Mitte 60, ist es nicht besser, unter Umständen da einen Übergang zu schaffen? Ich glaube, dass Kaiser eigentlich nur als bundespolitischer Loyalität bleibt vorläufig, um nicht der SPÖ noch mehr, der Bundes-SPÖ noch mehr Turbulenzen mit einem Abgang zu bescheren. Ne? Und das wäre für Köfer eine Variante. Also ich habe nicht den Kaiser zum Landeshauptmann gemacht, wie ich es gesagt habe vorweg, sondern halt einen neuen Mann. Gut, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir dann weiter, ob jetzt in der SPÖ eigentlich ein Kampfparteitag droht, wie es dort weitergeht, aber auch, wie es um die Linie der Freiheitlichen bestellt ist. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Andreas Mölzer gegen Robert Miesig. Und wir haben im ersten Teil schon über die Kärntenwahl geredet. Und jetzt kommen wir zur SPÖ und dem Schicksal der SPÖ. Und das ist, liebe SPÖ, keine von den Medien befeuerte Debatte, sondern eine Debatte, die die SPÖ permanent führt. Hinter den Kulissen, vor den Kulissen, hinterrücks, vorderrücks, mit dem Messer in der Hand, ohne Messer in der Hand.
Land, aber es eskaliert ziemlich. Ja, Messer sind nicht im Spiel. Wollen wir auf unsere Metaphern aufpassen? Es gibt sowas wie politische Messer und das sind natürlich permanente Nadelstiche. Und mir hat heute ein SPÖ-Spitzenpolitiker gesagt, die stehen alle jetzt vor dem Abgrund und das Risiko ist sehr groß, dass am Ende alle runterstürzen. Wie glaubst du, geht dieser ganze Konflikt Hans-Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner, Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil am Ende aus? Das weiß ich nicht. Also ganz kurze Antwort, das weiß ich nicht. Wir haben es ja vorher schon angedeutet, ich bin jetzt selber überrascht, dass am Tag nach dieser Wahl eher jetzt sozusagen der Hans-Peter Doskozil als quasi Problemfigur im Zentrum steht und nicht die Parteivorsitzende. Das ist da eine hohe Grundemotion gibt, der verhagelt alle Wahlen. Ob stimmt oder nicht stimmt, kann man dahingestellt lassen, aber das ist die Stimmung, die man jedenfalls medial, ich habe jetzt nicht mit vielen Leuten durchtelefoniert, aber man braucht nur das Radio einschalten und schon hast du 10 Stimmen dieser Art. Und zwar nicht nur Parteimitglieder, sondern Parteivorsitzende von Vorarlberg bis was weiß ich wohin, nicht? Das ist jetzt überraschend, das macht jetzt einen Gegenwind für Doskozil. Ob das jetzt der Parteivorsitzenden sehr viel hilft, ich glaube auch nicht, dass das die Leute, manche werden schon aus der Motivation sprechen, der Parteivorsitzenden zu helfen, manche werden das aber nicht tun, weil sozusagen die Leute sind angefressen, dass sie in Kärnten vielleicht 5% zusätzlich verloren haben oder 4 von den 9% und deswegen sind sie angefressen und das hat jetzt gar nichts mit der Parteivorsitzenden zu tun, sondern mit ihrem Ergebnis in Kärnten selbst. Ja? Und das summiert sich natürlich schon dieser Vorwurf des Unsolidarischen und immer gegen die eigenen Leute, das macht die möglichen Ambitionen von Herrn Doskozil, die er immer wieder versucht zu verstecken, aber manchmal auch nicht zu verstecken versucht, eher seit gestern schwieriger als vor einer Woche. Ja? Das ist etwas, was mich überrascht. Das ist keine Antwort auf deine Frage, weil daraus folgt ja noch nicht, wie das Problem zu lösen ist. Ja. Aber darüber reden wir dann gleich weiter. Aber Andreas Mölzer, Sie haben ja solche Phasen in der FPÖ schon erlebt. Also wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an den Sonderparteitag in Knittelfeld. Damals hieß es Jörg Haider und die Prätorianer, seine damaligen Prätorianer gegen Susanne Ries. Da ging es auch nicht nur um die Inhalte, aber auch um Eitelkeiten. Jetzt droht offenbar der SPÖ was ganz Ähnliches, weil die Befürworter von Hans-Peter Doskozil schon die ganze Zeit von einem Sonderparteitag reden, der das Ganze klären soll. Ja, ich muss mich da natürlich sehr zusammennehmen, dass ich da relativ objektiv als Analytiker, als Analyst, wie Sie sagen, drüber rede und nicht jetzt als Parteimensch, weil als Parteimensch müsste ich sagen, ja, nichts Besseres kann der FPÖ passieren, tat so weiter, möglichst lang noch bis zur Wahl. Ne? Das ist klar. Aber abgesehen von dieser parteipolitischen Sicht, ist es sicher so, dass die SPÖ fast vor einem unlösbaren Dilemma steht, weil wo ist der die wirkliche Alternative darstellt? Ne? Es scheint wirklich so, wie der Herr Miesig sagt, zu sein, dass Doskozil eben da keine Alternative ist, die gesamtparteilich durchsetzbar ist, sondern eher ein Spaltprodukt oder ein Spaltphänomen. Und all die genannt werden, sind ja auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, ob das der ehemalige ORF-General ist oder andere, ne? Und der Wiener Bürgermeister, der nicht will. Ne? Und da, auch da wäre die Frage, auch wenn er wollte, muss man sagen, na, wer wird in Tirol den Wiener Bürgermeister wählen? Ne? Oder in Salzburg oder in Kärnten? Also das ist jetzt nur Vox Populi sozusagen. Ne? Also all das ist wirklich für die SPÖ ein unglaubliches Dilemma, weil dass sich da eine Persönlichkeit herauskristallisieren würde, wie seinerzeit Bruno Kreisky, um jetzt sozusagen in den parteipolitischen Olymp zu blicken, ne? Das zeichnet sich überhaupt nicht ab. Ne? Und es ist ja nicht nur so, dass es an der Personaldebatte läge, sondern es ist ja die Identitätsdebatte der Sozialdemokratie jetzt europaweit, ne? Nicht nur in Österreich. Sag, für wen stehen wir? Gibt es die Arbeiterschaft noch wie als klassische Arbeiterpartei? Sind wir jetzt eine Bobo-Partei? Konkurrieren wir da mit den Grünen? Und. Also das spielt wahrscheinlich unterschwellig alles mit hinein. Ne? Die Linie, die Doskozil vertritt, die eher so auf Populismus hin, ne? Nicht Rechtspopulismus, würde ich nicht sagen, es gibt ja Linkspopulismus. Ist es das oder müssen wir seriös sein? Also ich habe da für die Sozialdemokratie, was heißt Mitgefühl nicht, aber ich sehe das Dilemma, ne? Und dass das viel größer ist, wie nur die Frage der Personen. Du hast gesagt, das erklärt jetzt noch nicht, wie es wirklich weitergeht, aber
etwas, das man sehr häufig in der SPÖ hört, wurscht, ob es das eine oder das andere Lager ist, ist, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Na gut, das scheint ist der einzige Punkt zu sein, wo sie sich einziehen. Dem kann ich mich auch nur voll inhaltlich anschließen, das ist relativ einfach. Ja. Jetzt gibt es manche, die sagen, es geht eigentlich gar nicht mehr anders als mit einem Kampfparteitag, weil es wäre die einzige Möglichkeit, auch so oder so zu zeigen, auch wenn die meisten damit rechnen, dass der Krieg danach trotzdem weitergehen würde, aber man könnte zumindest einen klar deklassieren oder eine, je nachdem, wer da antritt. Und da wäre zumindest die theoretische Hoffnung, dass sich dann die restliche Partei, so wie es zum Beispiel in Wien passiert ist, hinter den, der dann gewinnt, sammelt. Ja, ist das, also ist natürlich. Das klug? Ja, ich sehe, ist das realistisch? Die Alternative wäre, nichts zu tun, und dann hast du die Situation, wie sie jetzt ist, prolongiert. Ja? Eine Parteivorsitzende, die zwar Parteivorsitzende ist, aber deren Autorität und deren Fähigkeit überhaupt ihre politischen Linien durchzuziehen, dauernd konterkariert ist durch gekäppelt von außen, aber auch natürlich auch, wird ja die Energie gebunden. Ja. Sozusagen, die ist wahrscheinlich zu 30% Parteivorsitzende und zu 70% kämpft sie gegen die, gegen diese Rivalitäten und gegen die Querschüsse. Ja. Das kostet ja wahnsinnig viel Energie. Also das, glaube ich, ist keine Alternative. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Alternative eines Kampfes, also das würde ja bedeuten, den regulären Parteitag von diesem Jahr zu einem Sonderparteitag zu machen, was nur der Unterschied ist, das wird dann auch die Parteiführung neu gewählt. Und dann gibt es eine Kampfabstimmung und dann stellt sich ja die Frage, wer tritt da an? Ja? Es tritt nur an die jetzige Parteivorsitzende und Herr Doskozil. Der muss dann antreten. Ja? Also nicht antreten und weiterkämpeln, geht sie auch nicht mehr aus. Ja? Also das muss ja klar sollte sein. Sollte man meinen. Also tritt er da an und dann stellt sich die Frage, gewinnt er oder gewinnt er nicht? Ja? Wahrscheinlich verliert er dann sogar gegen die jetzige Parteivorsitzende, auch obwohl viele mit ihr nicht zufrieden sind. Ja? Das ist so. Ja? Braucht man ja nicht. Aber nur Zwischenfrage, zerreißt es dann die Partei oder eint es sie? Na, ich glaube, dass alles dieser Art eint mehr als die jetzige Situation. Ja, weil du hast eine Entscheidung und die Entscheidung muss dann natürlich der Unterlegene und die Anhänger des Unterlegenen auch akzeptieren. Wenn die Gewinner gut sind und gescheit sind, gehen sie dann auch auf die andere Seite zu. Wir wissen alle, dass das nicht die großen Stärken der letzten Jahre waren, aber ich sage, ich schildere es jetzt mal nur Theorie. So theoretisch. Ja. Es ist aber natürlich auch möglich, dass dann mehrere antreten oder dass sozusagen die jetzige Parteivorsitzende nicht mehr antritt und die verschiedenen anderen Landesparteien sich auf eine andere Alternative zu Doskozil einigen. Ich sage das nicht voraus, ich sage nur, dass das auch eine Möglichkeit wäre und dass dann vielleicht ein bisschen mehr Befriedung eintritt, weil es halt sozusagen eine neue Person ist. Aber Robert, der Andreas Mölter hat dich dazwischen was gefragt. Bist du dir sicher, dass der Hans-Peter Doskozil dann auch wirklich antritt bei einem Kampfparteitag? Also entweder tritt er an oder er hört auf mit diesem Zeug. Also das ist die Vorstellung, dass er... Würde er sich lächerlich machen. Ja, sozusagen, dann ist er wirklich nur mehr der Kasperl vom Neusiedlersee, wenn er nicht antritt und 3 Monate später wieder beginnt. Ja, das geht nicht. Also da muss man schon realistisch sein. Wenn sozusagen Pamela Rendi-Wagner das gewinnen könnte, und es gibt tatsächlich Menschen, die derzeit sagen, gar nicht so wenige in der SPÖ, wenn es wirklich auf dieses, wenn nur die zwei antreten, könnten die Gegner der Doskozil-Linie und des Doskozils in der Partei überwiegen und sie noch einmal gewinnen. Wir kannten das früher von Jörg Haider, wäre dann eine Möglichkeit, der Freistaat Burgenland und bin schon weg und sage nie wieder was zur Bundespolitik. Das und was würde dann, das für die SPÖ bedeuten? Das wären dann nur mehr Unkenrufe aus dem Schilfgürtel, würde ich mal sagen. Aber das ist wirklich das Dilemma. Ich meine, wir müssen am Teppich bleiben. Das Burgenland ist ein kleines Bundesland. Ne? Er hat dort große Erfolge, ist populär. Er hat auch, wie Sie sagen, sozialdemokratische Leuchtturmprojekte dort umgesetzt. Das ist alles klar. Nur das ist nicht die Welt. Ne? Das ist keine Raketenwissenschaft im Burgenland.
und halt Dinge zu machen. Das ist schon im kleinen Österreich insgesamt wesentlich schwieriger. Ne? Ich glaube, das Dilemma der SPÖ wird erst gelöst sein, wenn ihre künftige politische Position geklärt ist. Wenn die SPÖ aus irgendeinem Grund, und das wäre ein Mirakel, ne, es schafft, in eine Regierung zu kommen, führend, in eine, also nach den jetzigen Umfragen ist das mirakulös, dann wäre es wahrscheinlich klar. Aber die Umfragen haben gezeigt, dass die nicht immer stimmen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber dann wäre es möglich, dass sie sowas konsolidiert. Oder es ist dann eine krachende Niederlage und eine Krise und es werden sich dann mittelfristig neue Kräfte positionieren, die auch sich profilieren, also sprich politische Exponenten. Ich sehe sie nicht, da kennen sie sie besser aus. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwer von außen sein kann. Es werden wohl nicht in die Jahre gekommene Medienmanager sein und es werden wahrscheinlich auch nicht die Gewerkschaftsbosse sein, weil sie das nicht antun, offenbar. Ne? Also ich weiß es auch nicht. Das ist sicher schwierig. Ne? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, wir sollten uns da auch nicht so die Dinge so ausschließen und dann so drüber lustig. Nein, es kann auch ein in Jahre gekommener Medienmanager, ja, ich denke jetzt eher an Zeiler als an Brabitz, aber das ist ja völlig wurscht. Also halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, weil er jetzt auch nicht mehr was hat Kreisky gesagt? Aber, Herr Dr. Kreisky, wird die Frau Firnberg ihre Nachfolgerin? Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, alt bin ich selber. Na gut. Das, ja, das fällt mir bei Zeiler ein, tut mir leid. Ja, wurscht. Ja, also ich will damit nur sagen, es kann dann immer eine Person auftreten, mit der wir jetzt gar nicht rechnen, mit deren Erfolg wir nicht rechnen und die das dann ganz gut macht. Ja? Also so genau weiß man das nicht. Ja? Ich glaube, dass der Andreas Mölzer in einem Recht hat, aber das ist auch ein bisschen eine schwierige Situation des Rechthabens. Nämlich natürlich muss die Sozialdemokratie für sich klären, und auch programmatische Debatten jetzt mal haben. Wofür stehen wir überhaupt? Ja, was heißt Sozialdemokratie heute? Ja? Was heißt, einen Wohlfahrtsstaat zu verteidigen? Was heißt, die Partei der normalen, einfachen Leute sind, die nicht auf der Butterseite, also mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden sind? Ja? Wie können wir diesen Teil der DNA, der sozusagen Protest und Kritik an herrschenden Verhältnissen ausdrückt, ohne den eine Sozialdemokratie nie erfolgreich war, wieder beleben? Und gleichzeitig aber nicht sozusagen eine permanente Gegenopposition sein, sondern durchaus eine konstruktive, die das Land voranbringt. Ja, das war ja immer das, was, wenn die SPÖ erfolgreich war, hat sie diese Balance hingekriegt. Ja, das muss sie natürlich diskutieren, was das unter jetzigen Bedingungen heißt. Und ich glaube nur nicht, dass es so sein kann, dass man zuerst mal man braucht eine inhaltliche Debatte und wenn die geklärt ist, sucht man die richtige Führungspersönlichkeit, weil es braucht ja auch Führungspersönlichkeiten, die stark genug sind, so eine inhaltliche Debatte überhaupt anzustoßen und zu moderieren. Ja? Die müssen übrigens, glaube ich, auch intellektuell wach genug sein, dass sie die verschiedensten Aspekte und Ambiguitäten dieser Frage im Kopf haben. Weil sozusagen, es ist ja nicht so einfach, sich das zu sozusagen, es ist vielleicht nicht so schwer, aber auch nicht so einfach, weil zu sagen, man muss eher sozusagen die Arbeiterklassen-Sozialdemokratie sein und die liberalen bürgerlichen Mittelschichten, die man immer hatte, ja, von Viktor Adler beginnend, ja, die lässt man jetzt mal weg. Aber es ist auch nicht die Antwort, man ist nur eine Mittelschicht-Sozialdemokratie, wie das Anton Pelinka vorschlägt, und die Arbeiterklasse, die stirbt eh aus. Also das ist ja alles ein Blödsinn. Du musst diese Ambiguitäten durchaus im Auge haben. Dafür brauchst du sozusagen quasi auch ein intellektuelles Wissen, aber ein Gespür für Gesellschaft. Das ist alles nicht so einfach. Und dafür brauchst du natürlich auch eine Führungsperson, die diese inhaltliche Debatte zumindest nicht steuert, aber dafür sorgt, dass sie richtig geführt wird und nicht ausufert. Das ist ja dann auch immer das Problem in Parteien, dass man sie dann zerfranst. Irgendwo diskutieren alle über verschiedene Sachen an alle Ecken. Das ist ja dann auch keine Lösung. Bevor wir in eine Werbepause gehen und dann über die Salzburg-Wahl und auch über die FPÖ reden, letztlich wird die Salzburg-Wahl auch die SPÖ ein bisschen mitentscheiden. Könnte die SPÖ jetzt einfach auch so weitermachen? Weil es gibt ja manche in der SPÖ, die nicht einmal ausschließen, dass gar nichts geklärt werden wird. Und dass man einfach diesen Zustand halt bis zum nächsten Parteirat, und das wäre dann bis 2024, weiterzieht. Das, glaube ich, fordert Herbert Kickl jeden Tag in seinem Abendgebet, ne? Wenn er es macht. Ne? Also das wäre sicher für die SPÖ eine Geschichte, die halt zu einem schlechten Wahlergebnis führen würde.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und dann reden wir weiter über die Salzburg-Wahl, die wie gesagt für beide Parteien, für SPÖ und FPÖ, aber eigentlich auch für die ÖVP, die dort den Landeshauptmann stellt, von relativ großer Bedeutung ist. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und wir haben ja schon über die Kärntenwahl geredet, was das für die SPÖ bedeutet. Jetzt kommen wir zur Salzburg-Wahl. Und da ist natürlich mit Wilfried Haslau ein ÖVP-Landeshauptmann, dem unter Umständen natürlich da auch diese Wut der Wähler gegen die Regierenden droht. Und da gibt es natürlich mit der Marlene Swatzek jemanden, der in der FPÖ-Welt doch als Zukunftshoffnung gilt. Sie hat gute Umfragewerte und sie fährt derzeit ein bisschen einen anderen Stil als der Herbert Kickl als Parteichef. Sie versucht doch moderater aufzutreten. Also sie hat sich durchaus teilweise auch distanziert von gewissen Äußerungen von Waldhäusl und Co. Jetzt gibt es die Vermutung in Kärnten, dass der Herbert Kickl mit seiner Linie zwar die rabiaten Impfgegner akquirieren konnte, aber eben bürgerliche Wähler eher verschreckt hat und tatsächlich auch an die ÖVP verloren hat. Wie wird denn das in Salzburg sein? Naja, zuerst zu Kärnten. Ne? Da muss man das eine sagen, die Aussagen, die also da Kickl jetzt vorgeworfen werden vom Aschermittwoch, dürften in Kärnten vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt haben, weil wir sind sozusagen abgehärtet durch vielerlei Forschung und Narischgurt und diese Dinge. Ne? Und da ist man nicht so sensibel auf ein bisschen, wie soll man sagen, untergriffige Formulierungen. Ne? Aber es mag sein, und darauf deutet wieder das gute, relativ gute Abschneiden der ÖVP hin, dass doch vom wie soll man sagen, bürgerlichen, unter Anführungszeichen, Publikum, das ein bisschen zwischen ÖVP und FPÖ schwankt, dass da das eine Rolle gespielt hat, dass manchen das zu hart oder zu angriffig ist. Das kann sein. Und Salzburg ist da natürlich in dieser Frage noch wichtiger, da ist dieses Problem noch bedeutsamer, weil es dort ein starkes bürgerliches Elektorat gibt, das eben da auch jetzt ÖVP gewählt hat, oder den Landeshauptmann Haslau, und das unter Umständen ansprechbar ist für die FPÖ. Und Marlene Swatzek halte ich auch für einen Politiker oder eine Politikerin mit großer Potenz und Zukunftspotenz, die sehr geschickt ist und sehr wohl auf der Kickl-Linie oder Parteilinie ist, aber das moduliert und das mag auch am weiblichen, sanfteren Auftreten oder solchen Dingen liegen, aber die ist geschickt. Ne? Naja, und die Frau Pilakowitsch ist auch eine Frau und gilt nicht gerade als Sanftauftreterin. Ich sag's mal, es ist nicht jede Frau automatisch sanfter. Das stimmt. Ja. Denken Sie an die Maggie Thatcher oder an die Frau Merkel, das waren schon rabiate, resolute Damen. Aber abgesehen davon, und Kickl wird natürlich in der Bundestrend und damit auch die Bundes-FPÖ und der Bundesparteiobmann werden in Salzburg schon eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Bundestrend, der sich in den Umfragen nach wie vor niederschlägt, der ist ja auch für Salzburg ein Schubelement. Ne? Aber dazu eben die Frau Swatzek, wenn die das geschickt macht, ist da wirklich was drinnen. Das ist überhaupt keine Frage. Das wird natürlich auch eine sehr spannende Frage für die SPÖ werden. Wir kommen dann schon auf die ÖVP. Aber in dem Fall, also gestern gab es ja im ORF im Zentrum, wo sie mehrere Rote miteinander haben reden lassen. Und da war auch der Hans Niesl, der ehemalige Landeshauptmann von Burgenland. Und der hat da eigentlich ziemlich genau die Strategie von Hans-Peter Doskozil geschildert. Ich glaube, ein bisschen unbewusst, aber trotzdem. Also man wartet jetzt einmal die Salzburg-Wahl ab und dort kandidiert ja bekanntlich mit dem David Egger, dem SPÖ-Chef, eigentlich der einzige SPÖ-Landeschef, der sich ganz klar zu Hans-Peter Doskozil offiziell deklariert hat. Und wenn das Ergebnis dementsprechend gut ausgeht, dann solle man das analysieren und dann solle quasi die Partei sich doch für Hans-Peter Doskozil entscheiden. Glaubst du, dass wir das in Salzburg, diese Vorentscheidung kriegen? Weil eben Egger sagt ja klar, er steht hinter diesem Doskozil-Kurs. Die SPÖ hat das letzte Mal dort 20%, also historischer Tiefstand. Also gewinnen die dann 10% dazu? Naja, also ich meine,
sind halt sozusagen wirklich die Parteiapparatschik-Spielchen, ja, von Herrn Niesel und manche andere auch. Jetzt kann man ganz simpel gesagt, wenn die SPÖ in Salzburg gewinnt, dann hat die SPÖ gewonnen, dann hilft es dem Herrn Egger, vielleicht den Herrn Doskozil ein bisschen, und auch der Parteivorsitzende bei der SPÖ hat gewonnen. Ja. Und wir sehen ja da auch, das muss man auch dazu sagen, diese, das Gewicht des Relativen. Ja. Mhm. Und das Relativ, da kann ja auch manchmal ein Erfolg einen Fluch haben, so wie wir es in Kärnten schon gesehen haben. Die 48% des Triumphs von vor 5 Jahren waren jetzt natürlich irgendwie ein Fluch, weil du kannst davon sehr weit runterfallen, ja, wie wir gesehen haben. Die 20% vom letzten Mal in Salzburg sind ein sicheres Polster, weil von denen kannst du nur gewinnen. Jetzt wird man eher sehen, wie es sozusagen ausgeht darüber hinaus. Also wird der David Egger und die SPÖ in Salzburg 24, 25 oder 26% machen oder weniger, ja, werden sie vor der FPÖ liegen, werden sie deutlich vor der FPÖ liegen. Das sind, glaube ich, alles interessante Fragen. Aber ich meine, jeder Sozialdemokrat oder jeder Linke, da muss man gar kein Sozialdemokrat sein, wünscht dem David Egger wahrscheinlich einen Erfolg. Ja? Und dann zu glauben, das ist dann nur ein Erfolg für den Herrn Doskozil, das ist ja alles Parteiapparatschiks-Blödsinn. Jetzt jenseits von Parteiapparatschik-Blödsinn. Nicht einmal Parteiapparatschik, Rivalitäts- und Fraktionierer-Blödsinn. Ja? Also kein Mensch interessiert das außerhalb. Das ist Taktiererei, aber es wird am Ende eine Rolle spielen. Andreas Mölzer, was ist denn da Ihr Tipp? Weil das wird für die SPÖ natürlich essentiell werden, weniger ob es jetzt 5 oder 6% plus sind, sondern ob die FPÖ vorne ist. Die hat das letzte Mal knapp 18 gehabt, also sie müsste da mehr dazu gewinnen. Glauben Sie, dass die Marlene Schwarzer Nummer 2 wird? Das ist natürlich drinnen. Es ist dann auch ein Wechsel drinnen, natürlich unter welchem Vorzeichen auch immer. Nur hat das natürlich einmal Bedeutsamkeit in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, und das ist in Kärnten auch für mich oder von Kärnten ein wichtiges Resultat, die Wähler geben ein Urteil ab. Die Wähler sprechen den Regierenden bis zu einem gewissen Grad ein Misstrauen aus oder entziehen ihnen die Stimme. Ne? Und es ändert sich nichts. Ne? Das haben wir in Tirol gehabt, das haben wir jetzt offenbar in Niederösterreich. Die Koalitionen der Wahlverlierer, in Kärnten wäre es, wenn es so weitergeht mit der ÖVP, nicht einmal beide Wahlverlierer, sondern nur einer. Auch da, es ändert sich nichts. Ne? Die Wähler entziehen der regierenden Partei ein Viertel ihrer Stimmen, 10%, es ändert sich nichts. Ne? Und werden wir sehen, ob es in Kärnten so bleibt oder ob sich doch was ändert, ist die Frage. Und ebenso ist es in Salzburg. Ne? Und wenn die Wählerforderung so ausschaut, da sagt der Landeshauptmann Hasler an die ÖVP, die wollen wir nicht mehr, dann sollte sich was ändern. Nur, dann kommen natürlich wieder bundespolitische, taktische Fragen zum Tragen. Ist es eine Weichenstellung auch auf Bundesebene zu einer Zusammenarbeit zwischen FPÖ und SPÖ? Oder, und all diese Dinge, wo man ja aber dann Leute wie der Herr Miesig sagen, mit dieser Kickl-FPÖ niemals, das sind die Schmuddelkinder, da dürfen wir dann einmal anstreifen. Und. Ne? Ich glaube, dass das, wenn es um Machtfragen geht, eher sekundär ist, dann solche moralische Überlegungen. Aber das werden wir sehen. Das ist sehr spannend. Nur glaube ich, eins müsste auch in den Landtagswahlen klar sein. Irgendwo muss der Wählerwille sich niederschlagen dann in der Realität. Wenn er das nie tut, und jetzt haben wir es dreimal, wo es so scheint, beim dritten Mal, dass es nicht der Fall sein wird, dann werden die Leute angefressener werden, noch angefressener. Ich komme da jetzt zum Abschluss genau zu dem aber Punkt. Aber zu dem muss ich schon was sagen. Der Wählerwille, was ist der Wählerwille? Das kannst du eher, aber nur quasi in Salzburg ist halt wirklich so die Situation, dass der David Egger auch gesagt hat, er für ihn ist Rot-Blau vorstellbar, sowohl im Land als auch im Bund. Also da gibt es überhaupt keine Relativierung, dass das nicht ginge. Und die ÖVP hatte das letzte Mal dort knapp 38%. Das heißt, wenn sich dieser Trend fortsetzt, den wir jetzt in Tirol, in Niederösterreich und in Kärnten gesehen haben, dann könnte die ÖVP natürlich wirklich in ein gefährliches Fahrwasser stürzen, nämlich auf unter 30%. Ja, und das ist immer ein großer Unterschied, das muss man einmal dazu sagen. Ja? Also ich bin wirklich nicht Pflichtverteidiger der ÖVP Niederösterreich, aber die haben verloren von, weiß ich nicht, fast 50% auf 40 runter und dann stellen sie irgendwelche 23% Parteien oder 26 Parteien hin und behaupten, 24. Der Wählerwille ist, dass wir regieren und der Wählerwille ist nicht, dass die 40
40-Prozent-Partei regiert. Das ist auch mit Verlaub ein bisschen absurd. Ja? Weil 40% ist immerhin noch eine schöne strategische Mehrheit, die man hat. Und jeder, der 26% hat, sollte sich das nicht mit stolz gespelzter Brust herumrennen, sondern auch zur Kenntnis nehmen, dass die heute 14 Prozentpunkte vorn sind, ja? Ob man das gefällt oder nicht. Ja, aber es gibt die Möglichkeit anderer Allianzen. Die Möglichkeit, gibt alles, aber sozusagen zu glauben, dass der Wählerwille ist, dass die ÖVP in Niederösterreich nicht mehr an der Regierung beteiligt ist und der Wählerwille sei, dass die FPÖ beteiligt ist, ist durch Wahlergebnisse so nicht getragen. Und so ähnlich ist es in Kärnten auch, da hat der Kaiser jetzt 39%. Man jammert, also man tut gut daran, die Wunden zu lecken, aber es ist halt immer noch deutlich mehr als die nächste Partei, die 24 hat. So. Und das kann in Salzburg anders sein. Ja? Also Herr Haslauer, wenn ich das recht in Erinnerung habe, startet bei 38% und wenn sich der Trend fortsetzt, hat ein bisschen weniger zum Verlieren, sagen wir, er landet dann bei 32 und nicht bei 29, also ich würde jetzt nicht 9 abziehen, sagen wir, er landet bei 32, dann ist das halt eine ganz andere Mehrheit als die 39 oder 40, die man in Kärnten oder in Niederösterreich hat. Und natürlich stellt sich dann die Frage anders. Das ist klar. Ja? Also sozusagen die Legitimität, so jemand dann abzulösen, ist zumindest deutlich höher als im Bereich der anderen mit 40%. Gut, das werden wir natürlich alles beobachten. Vielleicht steht in Salzburg tatsächlich die erste rot-blaue oder gar blau-rote Koalition seit der burgenländischen rot-blauen Koalition an. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.